Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im LS22 in unserem RP-Projekt auf der wunderschönen Fichthalen. Ja, für die Dienstagfolge hat es nicht ganz gereicht, habe ich ja schon in der letzten Folge angekündigt. Tut mir sorry. Aber ja, wenn am Ende dieser Folge werdet ihr verstehen, warum. Ich habe ja schon angekündigt, das ist die Überraschungsfolge und ja, lasst euch überraschen. Los geht's. So. Ist er da? Müsste eigentlich da sein, ne? Oh, hier vom Tor. Zack. Klaus? Ja? Hi! Ach, Tachchen. Perfekt. Wie geht's dir? Ach ja, ein bisschen stressig, aber sonst ganz gut. Und selbst? Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, das ist doch schön. Ja. Zwei Dinge. Ja, bitte. Versicherung hat sich gemeldet. Ja. Die würden, also die sehen keinen wirklichen Sinn, die Maschinen zu reparieren. Mhm. Klar. Also die würden die ersetzen. Ja. Genau, 1:1 Ausführung. Ja gut, das ist ja perfekt. So. Das kriegen wir hin. Genau. Und zweitens wollte ich bei dir Diesel bestellen. Ja. Weil ich bin komplett ausgeschossen. Ja, schreibe ich mir mal eben auf. Mhm. Dame hat schon Feierabend, aber kriegen wir hin. Hast du da nochmal 5000 Liter Diesel? An Krause. Ja. Ja. Perfekt. Habe ich eingegeben. Super. Ist in Mache. Hast du sonst noch was? Kann ich noch was bestellen? Nee, aktuell passt gerade. Ja, perfekt. Ja. Super. Es passt auch ganz gut. Ich müsste nach Hause gebracht werden. Soll ich dich fahren? Das wäre ganz nett, ja. Ja, komm. Ja, warte, dann lass mich eben die Bühnen noch runterfahren. Die soll man ja nicht über Nacht oben lassen. Ja. So. Ja, dann mache ich hier das Licht nur aus und dann. Perfekt. Tür zu, eben die Pöller noch hoch. Kannst du mal vor die Tür fahren? Ja, bin schon auf dem Weg. Zu hier. So. Abgeschlossen habe ich. Ja. Super. Hi. Schöne Klamotten hast du an, fällt mir gerade mal so auf. Was habe ich denn an? Ich will es gar nicht wissen. Das gleiche, was ich auch anhabe. Echt? Ja. Super. sollen wir hier. Komm, wir fahren hier hinten durch. Dodge habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Der Dodge? Hm. Sieht aus, als wäre der Fichtelberghof noch voll im Gange da vorne, ne? Jo. Ja. Ja gut, die Aussaat steht langsam an, ne? Ja, langsam, ja. Unter Vorbereitung sicher. Ja. Ja. Weißt du noch, wie es hier ausgesehen hat, als wir Kinder waren? Haben wir hier oben Verstecken gespielt. Überall, ne? Im alten Kieswerk und so. Boah. Gibt's das noch? Da war ich schon Jahre nicht mehr. Ich auch nicht. Mit dem Moffa früher, ja. Ja, da hat sie aber auch so einen kleinen See gehabt, ne? So einen kleinen Baggersee. Trocken. Keine Ahnung. Das hätten wir wohl gewusst. Ja. Ja. Viel verändert so in den letzten Jahren. Ja, definitiv, definitiv. Viele neue Leute dazugezogen. Ich habe gehört, dass die beim Smith da oben auch noch ein Wohngebiet planen oder sowas. Echt? Jo. Ja, es ist wohl ausgeschrieben worden in den nächsten Jahren. Aber das dauert wahrscheinlich 5 Jahre länger. Also gehen wir bis zu 10 Jahren aus. Ja, es ist halt wirklich eine wachsende, also eine schöne Gegend, wo die Leute gern hinziehen, ne? Ja.
Der muss aber gestriegelt werden, ne? Ja. Nee, was mich interessiert wirklich, weil wir wohnen jetzt ja doch schon eine Weile hier. Von Wie? Geburt würde ich sagen, ja. Ja. Auch schon 10, 12 Jahre. Wie es hier weitergeht in der Gemeinde, wo wir so in 10 Jahren stehen. Boah, ich hoffe, dass ich endlich mal meine Kooperation mit Case bekomme oder sowas. Oder Fendt am liebsten, aber. Ja. Ja, wachsen wäre nicht schlecht, ne? Also wir sind jetzt immer nur treue Diener der Gemeinde, ne? Ja. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also die Gemeinde ist ja auf einem guten Weg hier. Die investieren ja in die Infrastruktur, also. Ja. Jahrzehnte haben wir auf DSL gewartet und jetzt haben wir schon Glasfaser, also das ist ja schon mal gut. Weißt du noch damals, als wir noch so ein bisschen rumgezockt haben? Hör auf, ey. Ah, Mann, das Internet damals, unglaublich. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Nee. Ja, hier wird sich, glaube ich, ich hoffe, dass sich vieles verändert zum Positiven, ne? Ja. Das hat mir da auch wieder geparkt hier. Der Junge lernt es nicht. Perfekt. Ja, ist unglaublich. Ich habe es eigentlich ganz gut getroffen. Ja, passt. Besser als Sydney auf jeden Fall. Ja, gut, das ist nicht schwer. Nee. Ich weiß gar nicht, wo er mein Auto schon wieder hingestellt hat. Egal, ich will es gar nicht wissen. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze hier so entwickelt. Ja. Wenn ich mir da hinten so die... Ja. Hier beim Swift da hinten die Ecke, da soll ja viel geschehen in den nächsten Jahren. Ja, lassen wir uns überraschen. Bin ich mal gespannt, ja. Also ich sehe schon vor mir, ne? Fichtal 2034. Ja. Bin ich mal gespannt. Ja. Was da alles kommt. Ich auch. Wer noch alles da ist. Also nicht, dass der Sydney mich da irgendwann sitzen lässt oder so. Ist noch ein junger Spund. Ja, klar. Ja, mal gespannt. Ja. Dann schauen wir mal in die Zukunft, würde ich sagen. Ja? Auf jeden Fall. Ich würde dich ja noch ein Bier reinladen, aber ich habe leider kein Bier mehr. Warte. Ah, guck. Und eins für mich. Das ist doch nett. Na dann, auf eine dann, gute Zukunft. Ja, Prost. Prost. Auf Fichtal, ne? Auf Fichtal. So, Klaus. Sind wir wieder unterwegs. Dann... Ja, danke fürs Abholen. Ja, immer gerne doch. Oh. Weiß doch, ich fahre dich seit Jahren immer gerne durch die Gegend. Ja, mein persönlicher Chauffeur. Ja. Ja, hat sich viel getan hier. Ja. Wenn du so auf die letzten 10 Jahre zurückschaust. Jo. Hat sich hier doch einiges getan, ne? Ja. Ich bin auch echt froh, dass der Sydney endlich ausgezogen ist vor 5 Jahren. Ja. Da wurde auch Zeit, ne? Ja. Also, der hat genug Kohle an die Seite gepackt. Oh. Ja. War vorsichtig, Kerl. Ja, war ein Schlagloch. Ja, sind alle so ein bisschen gereift, ne? Ja, definitiv. Und auch neue Unternehmen eingezogen hier. Jo. Also... Wurde mal Zeit. Ja, definitiv. Der Einzige, der so ein bisschen stehen geblieben ist, ist der Toni. Ja, aber der war ja immer schon so. Ich glaube, das liegt auch in der Familie. Ne? Sein, ja. sein Vater war schon so. Ich glaube, die Großeltern waren schon so. Die waren immer so, ja, modernes. Oh, nee, nein, danke, so nach dem Motto. Ne? Ja, definitiv. Und die reparieren lieber, bevor sie irgendwas Neues machen. Ja, gut, hat ja auch was, ne? Natürlich. Aber
irgendwann muss man halt schon ein bisschen mit der Zeit gehen. Ja, ich bin ja froh, dass du den alten Charme ja bei dir oben noch wieder zurückgeholt hast, ne? Ja gut, dass ich da den Hof gefunden habe, das hat ja niemand gedacht. Nee. Also. Überleg mal dann neue Architektur da oben, das würde ja gar nicht reinpassen, ne? Ja, so ein bisschen neuer Touch hat es ja schon, aber halt so, wie es sein muss. Ja, genau. Das ist eine Mischung aus beiden. Genau, genau. So. Aber was du hier aus deinem Maschinenhändler gemacht hast, eh krass. Ja. Das. Ja. Kubota Vertragspartner mittlerweile. Ja. Weißt du eigentlich, wer hier in der Hütte dann einzieht? Keine Ahnung. Ich meine, der Dodgef ist hier am Bauen. Oh Gott. Ja, dann viel Spaß. Ja, also keine Ahnung, was das wird und wann er fertig wird, ne? Ja. So, ich bedanke mich. So, schau mal, hier, zack. Der weiß gestreifte Teppich ist ausgelegt. Ja, super, dann bedanke ich mich. Ja, Klaus, ich rufe dich später mal noch an, weil ich brauche mal wieder Diesel. Ja, kriegen wir hin. Und ja, das ein oder andere müssen wir auch noch bequatschen. Ja, sicher, das ist kein Problem. Super. Danke fürs Bringen, tschüss. Hey, gerne, tschüss. So, Leute. Willkommen in der neuen Zeit auf Fichtal. Und zwar, wir hatten kurz hier an, wir sind umgezogen. Die große Überraschung. Wir sind auf der V2. Wir haben sie natürlich umgebaut, so wie wir es brauchen. Lou ist immer noch hier oben. Bisschen nach oben gerückt, seht ihr dann gleich. Wir haben den Forst immer noch hier, den Fichtelberghof, Landhandel, Smithhof, den Fahrzeughändler. Hier hat was Neues gegeben, aber das seht ihr dann alle noch. Ne? Wird es nicht so sein, dass wir in 1-2 Folgen hier aufhören? Also lasst euch überraschen, was wir hier alles hingezaubert habt. Baustelle seht ihr schon mal, ne? Auch nicht original. So. Oh, schnell, Gas geben, ist grün. Huh. Ha, grün habe ich gesagt. Arschloch. So, aber wir machen uns jetzt auf den Weg zum LU. Machen wir jetzt da noch eine kleine Führung. Und ich denke, unbedingt nach dem Video, nachdem ich Tschüss gesagt habe, bleibt dran, weil da werden Christian und ich einmal kurz über die Karte fliegen und euch so ein bisschen erzählen, was wir neu gemacht haben, was alles dazu kam und, ne? So, jetzt muss ich mich hier gewöhnen, weil die Einfahrt ist auch neu. So. Und zwar ist das hier. Gott. Viel Spaß, wer hier mal mit dem Tieflader durch muss, möchte, tun, sollte. Genau. So. Ja, da erstrahlt auch schon. Ja, alles nach dem anderen. Ne? Wir fahren hier erstmal an den Hof. So, stellen die Karre hier an den Rand. Und ich werde euch alles zeigen. Weil wir haben Zeit. Licht. So. Also, willkommen beim LU. Version 2.0. Wir fangen hier vorne an. Und zwar haben wir hier den neuen Hofteil und da den alten Hofteil. Das alte LU war ja hier vorne. Ich habe keine Ahnung bis wo. Bis hier zu den Bäumen irgendwie. Keine Ahnung. Und hier hinten war alles Wald. Also, da der ganze Hofteil hier, da war
Bäumen verschlungen von Ranken. Ihr seht auch noch ein bisschen, ne? Es hat überall Efeu und ist noch ein bisschen zugewildert. Gefällt mir aber, bleibt so. So, hier kommen wir zum ist tatsächlich schon der Waschplatz, ne? Dann haben wir hier so die unsere Traktoren stehen hier unten. Ihr seht auch die 700er da, die 900er da. Dann haben wir hier was Nettes dazu gekriegt, weil wir sind ja auch mit den Jahren gegangen, ne? Seht ihr da noch? Ich muss ja jetzt nicht alles verraten. Hier haben wir die Ballenpressen drin, da oben Telelader. Hier hinten die Dörrenbäumchen sind unsere Apfelbäume. Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben Apfelbäume. Dann kommen wir hier hoch. Haben Zuckerrübenlager, unser Saatgut, Düngelager, das haben wir mitgenommen. Feinsäuberlich abgebaut, wieder aufgebaut. Hier für die Mitarbeiter, ne, dass wenn sie mal spielen wollen. Dann haben wir, gehen wir hinten rum, Durchfahrtshalle mit den üblichen Geräten. Wir haben eine kleine Wasserwaage, würde ich jetzt schon sagen. Eine Fahrzeugwaage. Irgendwas ist hier anders, aber egal. Egal. Machen wir später. Dann haben wir hier eine schöne Halle mit Anbaugeräten. Wir haben hier hinten Drescher, Häcksler und Rübenernter. Wir haben hier die größeren Anhänger oder Geräte drin. Dann haben wir Tankstelle, das Palettenlager. Unsere Tandems dürfen natürlich nicht fehlen. Wir haben unser Silo, das jetzt hier über die Ecke geht, ne? Hier ist die Einfahrt, hier haben wir noch die Werkstatt. Und hier ist dann eigentlich die Zufahrt für die Anlieferung. Zur Wiegestation geht es hier. Und vorne dann wieder raus. Ne? Ist alles enger geworden, ist alles ein bisschen rustikaler, ein bisschen grüner, so wie es vorhin war. Aber ich finde es richtig schön. Wir können uns das auch mal noch kurz von oben anschauen. Und zwar sieht das jetzt wie folgt aus. Ne? Ja, sieht eigentlich wie von unten aus, einfach von oben. Genau, hier ist die Zufahrt. Dann haben wir hinten raus noch eine Straße, die wegführt. Der alte Teil, der neue Teil. Ne? Schön Solarmodule, wie wir es vorhin auch hatten. Also viel verändert hat sich nicht. Es hat sich die Position von hier nach hier verändert. Und aber so hallentechnisch, die ist neu. Dafür fehlt eine von denen. Haben ein bisschen geändert. Aber sonst, ja, halt hauptsächlich dieser Teil ist neu. Aber das Güllelager ist dasselbe, das Zuckerrübenlager. Das ist neu. Das Silo hat es Neues gegeben. Nicht so voluminös. Und ja, da haben wir noch eine kleine Halle. Und da geht mir definitiv zu langsam. So, da haben wir eine kleine Halle, wo man den Steinesammler mit Anhänger und den Pappellegemaschine, Kartoffelmaschine haben. Plus hier haben wir noch eine kleine Halle, wo die LKWs und Mulden und so stehen. Feldtechnisch hat sich, Moment, wir gehen mal hier wieder auf den Hof, nicht aufs Dach. Moment, so. Flugmodus aus, so. Feldtechnisch hat sich bei uns im Prinzip nicht viel geändert. Wir haben dieses Feld, das ist von Haus aus ein bisschen größer geworden. Wir haben hier unten die 37, ist noch, nee, ist jetzt 35. Haben wir noch hier die 8, die ist geblieben. Und das Einzige, was sich hier oben verändert hat, wir haben die Parzelle 79 abgegeben. Dafür haben wir die Parzelle 75.
Ne, das war ja unsere Graswiese und die haben wir eingetauscht. Mehr nicht. Also ja, klar, hier oben, ne, Hofgrundstück und so und die Wiese hier hinten. Aber sonst eigentlich nicht. Dann haben wir hier noch zwei kleine Grundstücke dazu gekriegt. Hier wohnt Dieter und hier wohnt der Manni. Die zwei haben sich über die Jahre halt richtig gut befreundet, wollten auch in der Nähe wohnen voneinander und ja. Der Luki wohnt tatsächlich bei mir hier im Haus. Ja, es gefällt ihm so auf Arbeit, da will er einfach 24 Stunden hier sein. Nichts für ungut, Luki. Ja. So viel dazu. Es gibt eben noch kleine Änderungen auf dem Hof. Wie zum Beispiel, ich kann euch eines zeigen. Und zwar, Pinding, gab einen neuen Häcksler. Weil der alte Häcksler, der hatte vorne, ja, sieht man jetzt hier auch nicht, die Reifen, dass die statt, dass die gerade waren, sind die, ich glaube, das haben wir mal im Video auch gesehen, sind die so schräg quasi gewesen, das ist übertrieben, ne? Und ich habe da auch den Modder angeschrieben, so, hey, du hast ein Problem mit deinem Drescher, Häcksler, und da kam einfach keine Antwort. Deshalb gab es jetzt ein Fendt Katana 10.500, 10,50. Ich habe jetzt einen 10,50er. Ja, mit Bandlaufwerk, bisschen was anderes. Hier vorne müsste eigentlich, das Maisgebiss müsste eigentlich gleich sein. Was dazu kam, ist noch ein Gras-Pickup. Und das war's dann, was den angeht. Aber wisst ihr, es gibt so die kleinen Feinheiten. Ne? Das Ding findet ihr im, zum Beispiel Forbidden Mods oder so. In jeder größeren Mod-Buden-Webseite. Ist richtig nice. Ja, sonst eben viel grüner, was mir richtig gut gefällt. Ich habe das wirklich gut gebaut. Habe ich eigentlich auch alles selber gebaut. Also der Teil hier mit den Zäunen, das war schon alles. Alles, was hier ist, ist alt. Ja. Wir haben hier auch Unebenheiten drin. Wir haben auch der Weg hier hinten. Das ist ein reinstes Wellental. Gefällt mir richtig gut. Telelader hier oben. Auch nice. Und ja. Unsere Feuerlöscher. Wir haben genug Feuerlöscher, glaubst du mir. Ich habe 4 oder 5 Feuerlöscher verteilt. Plus haben wir in der Halle. Also alles picobello. Genau. Was RP-technisch sind wir jetzt so. Also jetzt ohne eine Jahreszahl zu nennen, wir sind 10 Jahre quasi in der Vergangenheit in Bezug auf letzte Folge oder Anfang der Folge besser gesagt auch. Was halt den ganzen Umbau der Karte rechtfertigt, ne? Was wir übernommen haben, sind so, also weil ich halt einen krassen Umbau habe, habe ich jetzt, was sind es, 1,6 Millionen weniger oder so. Macht etwa Sinn mit so einem Umbau und Umzug. Füllstände von den Silos haben wir 1:1 übernommen. Also jeder hat eigentlich das, was er vorhin in den Silo hatte, hat auch wieder drin. Jeder hat, eigentlich die Felder plus minus. Haben wir so ein bisschen versucht gleich zu machen. Die Kontostände. Wir haben, glaube ich, überall 50.000 draufgegeben oder was, irgend so. Also, genau. Ihr seht auch hier unten, ne? Wir haben ein neues Unternehmen in der Gemeinde. Und zwar ist es hier oben angesiedelt. Die Weingeist Logistik.
Und zwar ein Transportunternehmen. Was das alles transportiert, rumchauffiert, was auch immer, das wird man dann alles im Verlauf des Projektes sehen. Wichtig ist, dass ihr seht, da ist was. Und auch wenn ihr neue LKWs rumstehen seht. Den Weingeist kennt ihr ja schon. Der hat ja eigentlich in der letzten Folge beim Klaus Thaler gearbeitet, beim Maschinenhändler. Der war da neu eingereist, hat sich jetzt eigentlich da so ein bisschen die Gemeinde kennengelernt, hat sich dann was Eigenes aufgebaut. Und ja. Genau. Ja, viel RP gab es jetzt nicht. Aber wir fanden es eigentlich ganz lustig, so einen Zeitsprung zu machen während der Folge. Ha. Übrigens 10 km/h hier, ne? Werde ich mich nie dran halten, aber gilt für andere. Und ich freue mich auch schon riesig, so ein bisschen die neuen Felder zu bearbeiten. Weil das da hier war ja das LU. Und da mal schauen, wie es so rauskommt. Also lasst euch überraschen. Gleich wird es dann noch eben eine kleine Update-Szene geben. Ein paar Minuten, Christian und ich, über die Map. Und ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen und ein Abo da. Und haut fleißig in die Kommentare, was ihr von der Map haltet, was ihr vom neuen LU haltet. Ja, Ampeln habt ihr jetzt gesehen, was ihr von den Ampeln haltet. Oder haut einfach raus. Haut raus, haut raus, haut raus. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. So Leute, ihr habt jetzt gerade die erste Folge gesehen. Und wie schon in der Folge erwähnt, wollen Christian und ich, hi Christian übrigens, hallihallo, euch mal so ein bisschen zeigen, was haben wir überhaupt neu gemacht auf der Map. Wir haben ja die V2, also die Fichter V2 genommen und Christian, erstmal ein liebendes Dankeschön, hat sie für uns umgemoddet. Bitte, bitte, Rechnung kommt. Ja, schick sie Olli. Und ja, ich würde dir einfach mal kurz das Wort übergeben. Ja, wo fangen wir am schönsten an oder am besten? Das Schönsten ist hier beim LU. Am schönsten fangen wir am LU an, ne? Also, ich fliege mal in die Luft, ne? Ja, bin dabei. Also am LU kannst du eigentlich was dazu sagen. Also ich habe hier nur kurz, ich sage mal, die linke Hofseite angepasst. Also nur das Gelände gebaut hat Robby. Mhm. Das will ich wohl dazu sagen. Die Gebäude rechts sind einfach aus der Standard-Map genau, quasi. Genau, das ist noch der alte Hofkern, so wie er eigentlich war. Also, ich glaube ursprünglich Hof 8, ne? Hof 8, genau. Und, die Bodentextur ein bisschen angepasst, sonst ist eigentlich alles original hier. Genau. Und alles, was ab hier nach links kommt, ist neu. Da war ja ein Kuhstall, ein Durchfahrtssilo und ein Misthaufen, soweit ich weiß. Und Christian hat mir das Ganze einfach ein bisschen eingeebnet. Und ich habe dann hier das Feld hier, ging ja eigentlich noch bis hier nach vorne, so Ende der Halle hier. Das habe ich weggemacht, hier wieder ein Stückchen Wald. Und, ja, es ist halt sinnig, die Felder schon oder die Parzellen oder die Baugrundstücke im Giants Editor anzupassen, dass wenn man nämlich Zäune baut oder irgendwelche Randsteine, dass die im Boden im Multiplayer nicht wegbuggen. Ja. Das ist halt, deswegen muss man vorab schon hier Vorkehrungen treffen. Genau. Ja, was haben wir als nächstes? Können wir Störtebäcker machen? Das können wir machen. Ach ja, deine Zufahrt, die Brücke ist noch verbreitert worden. Die genau, wäre sonst stimmt. Zu schmal gewesen. Die ist breiter, genau. Jeder Hof hat eine Bushaltestelle bekommen an der Hauptstraße. Jawohl. Sehen wir hier. Das ist eigentlich die Standard-Bushaltestelle, einfach dupliziert, ne? Genau. Ist halt fürs RP, ne? Ja. Ja, Olli, sein Hof oder vom Störtebäcker Forst,
Die Grundstücke sind angepasst. Gebaut selber hat der Olli wieder. Ja. Und hier sieht man auch, dass der Zaun halt noch da ist, den Olli gesetzt hat. Ne? Sonst würde der teilweise nicht mehr da sein oder Genau. ist halt Wie immer nach dieser, Charakter. entweder schwebt er dann oder ist im Boden, je nach Bodenanpassung. Genau. Genau. Ja. Gebaut hat er, also er hat Genau. halt zwei Grundstücke. Genau, hier und Dann. da hinten Sägewerk, da kommen wir dann noch dazu. Genau, dann haben wir hier noch ein Restaurant oben an der Burg. Einfach Genau. so für RP. Eine kleine Kneipe. Genau, also hat nichts mit Abladetrigger oder sonst was zu tun, ist einfach nur Rein Spaß fürs haben. RP. Genau. Genau. Dann fliegen wir mal zum Weingeist. So. Auch den Hof entfernt, der Hier hier war ursprünglich Hof drauf. 7. Sieben, ja. Genau. Hof 7 entfernt, Gelände angepasst, vergrößert. Es wurden auch gewisse Felder gelöscht, so dass das auch keine Felder mehr sind. Ja, Ja. sonst gibt es ja eigentlich nicht viel zu sagen. Genau, ins Detail, was die Höfe alles können und so, das können wir dann im RP alles machen. Genau. Genau. Dann, Dann haben wir die Brücke hier zwischen, die ist auch neu. Die Standardbrücke, genau. die Holzbrücke, ist Die. vom Ursprung nicht plan, weil die beiden Straßen ja verdreht zueinander sind. Da musste man ein bisschen tricksen mit einer anderen Brücke. Also die originale Holzbrücke, das ist Kacke. Ja. Aber es sieht klasse aus. Ja, es erfüllt seinen Zweck, ne? Genau. Dann hier haben wir nichts. Dann die Zufahrtsstraße zum Sägewerk Ja. ist quasi neu. Sie haben auch Sieht wieder man ja auch. Bushaltestelle, ne? Gewerbegebiet und eigentlich alles, was ab hier die Straße hoch, das ist alles neu. Ja, genau. Sieht man ja auch an der Textur, ne? Genau. Es hat neu asphaltiert. Ich Genau. glaube, die Brücke hier ist auch neu, ne? Die Brücke ist auch neu, die war vorher auch nicht. Genau. Dann das Und dann haben wir. Sägewerk. Ist dann hier. Genau, Also das ist nicht wird. das originale Standard-Map-Sägewerk, sondern ist eine Mod halt, ne? Genau, die hatten wir ja auch schon in der Aufnahme. Also in der Genau. Folge. Ja. Korrekt. Mehr haben wir hierzu nicht. Stand, glaube ich, auf der V1 auch hier, wurde er nach da drüben verschoben. Genau. Ja. Gut, wo bist du hin? Du bist da vorne. Ich bin hier vorne. Ja, hier haben wir. Hier ist auch noch ein Hof gewesen. Es müsste jetzt sechs gewesen sein. Fünf. Fünf? Okay, dann ist der Smithhof sechs. Genau. Okay. Dann ist das hier fünf. Genau. Hier war ein Auch Gebäude Schafhof, entfernt. Und glaube hier hat ich. der Smith halt seine eigenen Ställe gehabt. Die Ja. Hühner alles. Ja. Dann haben wir den Smithhof. Auch Bodenanpassung. Hier habe ich den Hof gebaut, bis auf die schrecklichen Laternen. Das ist, geht nicht auf meine Kappe. Ja, Da man habe kennt ich den denn schon. nichts mit am Hut. Den habe ich Genau. komplett gebaut, weil er das so haben wollte. Verkehrsampeln haben wir jetzt an drei Kreuzungen. Genau. Auch hier sehen, ne? Verkehr hält an. Hier haben wir so kleine Ampeln. Verkehr Ja, fährt. da machen wir noch ein paar Anpassungen, weil die Grünphasen ein bisschen kurz sind. Genau. Oh, da gingen jetzt zwei Autos durch. Nicht schlecht. Ja, ist je nachdem. Ja. In die Richtung haben wir nichts. Ja, Ja. Landhandel ist quasi geblieben, wie er vorher war. Einfach anders. Ja, einfach nur anders, genau. Hier Hinten, die. also Geländeanpassungen wieder, ne? Die Felswand habe ich halt verlängert bis nach vorne durch. Genau, die ging, glaube ich, nur bis da. Das ist Bis zum alles Haus neu. quasi nur, Ja. genau. Hinten eine Brücke ist weg, dafür ist die andere Brücke mit beigekommen. Genau, die ist neu. Früher hatten wir noch hier eine weg. Das Genau. ist auch. Ja, wenn ihr jetzt noch höher fliegt, dann seht ihr auch, dass ich am Rand draußen viele Bäume weggenommen habe. Einfach nur, um Performance zu sparen. Genau. Ihr müsst euch vorstellen, das war alles übersät mit Bäumen, ne?
Also letztendlich habe ich Ja. circa 30 MB gespart, 30 bis Ja. 40. Und wir Genau, sind ja also. hier unten, wir sehen das da hinten sowieso nicht. Also von Ne, also. daher. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Richtig. Genau. Dann Gemeinde. Gemeinde, ja. Hier ist ein kleines Wohnhaus noch hin. Genau. Hier ist auch wieder eine Ampel. Genau. Dann haben wir jetzt hier das neue und verbesserte Gemeindehaus. Ja, mit Ja, da haben Bushaltestelle. Bushaltestelle natürlich wieder. Genau. Fußgänger hinzugefügt, fügt die hier quasi zum Rathaus hingehen, Ja, genau, da sieht man es dass so ein gerade. bisschen Leben Ja. ist. Der Ich habe wütende es. Tom läuft hier gerade. Ja, bei mir kommt jetzt erst einer. Ich schätze Ja. mal, es ist bei jedem anders, ne? Genau. Ja, dann, wie man Dann hier noch haben. schön sieht, Totholz hat er zugefügt. Ach, stimmt. Die Ja, also die kaputten Tannen, die Fichten. sind abgestorben, hat immer mal wieder ein paar. Ich glaube, auf dem Genau. Weg zum Maschinenhändler hat es wieder welche, ne? Ja, ich glaube, auf der linken Ja, Seite. hier hat es welche, ne? Da an der Straße immer mal wieder. Hier oben im Wald sieht man noch ein paar. Halt da im Hof hat es auch wieder welche. Also hat überall ein bisschen hinzugefügt. Das ist halt ein bisschen mehr Arbeit für den Förster auch. Genau. Genau. Dann Maschinenhändler. Maschinenhändler komplett neu. Genau. Also die Inseln sind in die Map reingebaut. Auch die Mauer hier ist neu rundherum. Ja, die ist auch in der Map integriert quasi. Die Triggerpunkte für den Spawnbereich sind quasi hinter der Halle, Ja. sodass wir im RP davon nichts mitbekommen. Also die Mitspieler, sage ich mal. Genau. Ja, sonst ist Dann halt ganz anders wie zur ersten Version. genau. Die Baustelle ist auch hinzugefügt. Genau. Ist einfach ein Bisschen bisschen. Leben auf der Karte. Genau. Dann haben wir nach hinten raus nichts. Hier ist der Hof 2 Gewesen. gewesen. Ist einfach so zusätzliches Bauland. Genau. Genau, hier die Schlachterei vom Fichtelberghof. Genau. Der ist eigentlich so geblieben, wie er vorher war. Genau, da habe ich dann halt nur da hinten, wo die Schweine sind, das Grundstück noch angepasst wieder. Genau. Wie gewohnt. Dann haben wir hier hinten, ja gut, die ganze Straße musste noch angepasst werden, weil die nicht optimal gemacht wurde. Eigentlich die ganze Straße bis da nach hinten. Genau. Müsst ihr euch vorstellen, hier, wenn man auf der Seite gestanden hat, hat man unter die Straße gesehen. Und da hat Christian so alles angepasst. Ja, hier hinten die Ecke, den Gesteinbrecher haben wir alles rausgemacht. Ja. Dann Wieder ein Bauplatz. haben wir den Steinbruch. Hier Bäume entfernt, hier Totholzbäume wieder. Ja, da haben wir auch ein bisschen, dass der Steinbruch erstmal freigeräumt werden muss mit Totholz, dass dann da die Eisenmine reinkommt, Genau. die Erzmine. Und dann haben wir hier oben noch zwei Wiesenflächen. Gemacht. Da war vorher einfach Wald, ne? Genau. Auch dient ein bisschen der Performance. Es bringt nicht viel, aber Kleinvieh macht halt auch Mist, ne? Genau. Ja, man kann gegebenenfalls. Ich habe gehört, dass hier manche vielleicht Reben machen wollen. Das wäre ja Wäre schon eigentlich eine nice ideal, Lage, ne? ne? Ja. Lass mal uns mal überraschen. Genau. Ja, Ja. ansonsten. Ja, die Ballons sind ein bisschen runtergekommen und das Flugzeug. Ja, Genau, die Flugzeug waren vorhin ist. extrem weit oben. Die hat er schön über die Map genommen. Das Flugzeug ist hier, fliegt eigentlich so über die Map. Ein Landeanflug quasi. Ja, ich mache mal ganz kurz ein bisschen die Zeit. Wir können da ruhig eine Stunde ein bisschen vorgehen. Vielleicht tut sich ja was. Ich glaube, das ist nicht zeitabhängig, oder? Nee, nicht wirklich.
Schade. Ja. Na, vielleicht sehen wir es ja noch. Und ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel. Warte mal. Steht denn hier noch drin? Nur die Brücken, Totholz, die Fichten. Das sind halt noch wirklich so kleines Zeug dazu gekommen, wie beim Viehhändler hat es ein Saatgutverkauf gehabt, der ist weg. Ja, und wir können mal ganz kurz beim Händler hinkommen. In welchem Konto bin ich denn gerade drin? Im Landhandel? Maschinenhändler, passt ja dann. Mhm. Gehen wir mal hier hin. Ein bisschen Ausschau, das Flugzeug kommt. Es gibt dann halt noch Texturen, habe ich hinzugefügt, zum Malen halt, ne? Ja, genau, das kann ich zeigen. Bin gerade drin, ich male hier bei mir hinten im Spawn-Bereich. Ja, ich kann sie einfach so hier kurz zeigen. Oder ja, genau, mach mal so. Ja, alles da. Die ganzen Texturen sind dazugekommen, das da hinten nicht. Einfach damit man ein bisschen mehr Abwechslung auf den Höfen auch hat. Wo bist du genau? Ich bin Maschinenhändler-Spawn-Bereich. Ah, genau. Komm mal runter. Wir haben noch cooles Zeug dazu gekriegt. Schaut mal, da zieht. Bleib jetzt mal stehen! Ah, so! T-Shirt hat er hinzugefügt. Eine Ochi-Mütze. Kann euch hier sonst im Kleiderschrank auch noch kurz zeigen. Ein T-Shirt für Dieter. Das ist unser Fichta-Logo, ein Ochi-Logo. Dann, was wir jetzt neu haben, wir haben Firmenkleidungen. Also das Lohnunternehmen hat welche. Der Land- und Maschinenhandel und das Forstunternehmen. Dann diverse Polizeikleidungen. Ja gut, die sind nicht von mir, ne? Ja, eine Azubi-Weste. Die Azubi-Weste ist noch von mir, ich genau. Ich finde die immer noch geil. Genau. Halt so ein bisschen Anpassungen. Genau. Ja, die schöne Mauer hier hat mir der liebe Olli gebaut. Genau. Weil der ist halt Blender-affin, der kann damit umgehen. Das ist nicht so mein Bereich. Die geht dann eigentlich bis hier hin, ne? Das sind so verschiedene Elemente. Genau. Ja, nice. Ja, also ja, wirklich nochmal ein riesen Lob an dich. Klopf mir gerade auf die Schulter. Fühle ich geklopft. ja. Ja, schaut mal, da hinten, Flugzeug. Ne? Die waren halt viel weiter oben, ne? Genau. Und das fliegt jetzt wirklich schon ein bisschen über die Map. Und ist halt nicht zu tief, aber auch nicht so hoch. Also man sieht könnte jetzt was. Könnte im Landeanflug zum Nachbarort sein, ne? Genau. Und es ist doch viel schöner, wenn da ein bisschen Leben am Himmel ist und so weiter. Ja. Vielleicht schaffe ich es ja noch, das Oji-Logo auf den Flieger drauf zu machen oder auf die Ballone. Wäre schon nice. Aber vielleicht mit dem nächsten Update, ne? Genau. Ja, sonst hat sich nicht viel getan. Es sind halt viele Anpassungen, Flächen, Ebenungen. Und dann habe ich einmal alles gemacht nach 2-3 Wochen und dann ist mir einmal das Safe Game oder die Datei zerstört worden. Dann durfte ich von vorne anfangen. Also ja. Übung macht den Meister. Richtig. Ja. So sieht das etwa das Ganze von oben aus. Haben wir jetzt im RP nicht immer so die Möglichkeit, so über die Map zu fliegen. Deshalb fliege ich jetzt einfach nochmal ein bisschen rum. Klar, die auf der V2, die Sie noch nicht kennen, im Vergleich zu V1, hier wurde der ganze Teil da oben erweitert. Auch hier mit Höfen wurde was erweitert. Dann, ja, also hier vorne im Hof sind ja auch die zwei Bauernhöfe dazugekommen. Ne? Ja, genau. Hier hat es auch noch zwei kleine Höfe im Dorf. Es hier gibt oben das Dorf wurde erstellt. Ja. Dann es gibt jetzt diverse kaufbare Häuser, was natürlich ideal für RP ist. So Produktionen wurden verbaut. Genau, viele Produktionen wurden verbaut. Hier, der ganze Teil hier oben ist hinzugekommen. Das ist zum Beispiel ein kaufbares Haus und ich glaube, das hier. Das ist einfach ein Schlaftrigger.
Die BGA wurde komplett umgebaut. Genau. Was mich am meisten freut, es hat jetzt in den Bächen Wasser, effektiv Wasser, das fließt. Richtig. Die hier, die birkenartigen Föhren wurden hinzugefügt. Keine Ahnung, wie die heißen. Eben die BGA. Es hat jetzt verschiedene Sägewerke. Es hat hier oben jetzt ein, was ist das hier? Genau, eine kleine Zugstrecke mit einem Bahnhof für Hackschnitzel und Holzverkauf. Da sieht man schön, wie der Ballon hier übers Land fliegt. Schön. Genau. Diverse Felder wurden hinzugefügt. Also ist schon einiges gegangen im Vergleich zu V1. Ja. Aber was dann effektiv noch so ein bisschen dazu kam und wie wir das Ganze auch nutzen, das seht ihr bestimmt im RP. Komm, ich setze mich mal hier zum Maschinenhändler. So. Sieht nämlich auch ganz schick aus von unten. Mit dem Busterminal. Ja. Ja. Hast du noch was zu ergänzen, oder? Nö, eigentlich nicht. Eigentlich der nicht. Rest kommt im RP. Oder werdet ihr sehen. Ja, genau. Ich hoffe, die kleine Vorstellung hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, haut das einfach in die Kommentare. Ne? Ich werde die dann zusammen mit Christian beantworten. Oder ihr gleich selber. Oder wir werden sehen. Mal schauen. Genau. Na gut, dann jetzt für die gesamte Folge. Es wurde ein bisschen länger. Es gibt also eine Überlänge. Aber egal, darf ja auch mal sein bei so einem Umzug. Ja, wenn es euch gefallen hat, bleibt mir schon ein Abo da. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.